So, Freunde, wir machen gleich weiter. Ich habe euch ja versprochen, diese 120-Euro-Liste dann noch fortzusetzen. Bei dem letzten Teil haben wir für 60 Euro eingekauft. Das ist das, was ich kaufen würde für 60 Euro. Jetzt machen wir das doppelte 120. Den üblichen Warenkorb, den lassen wir so bestehen. Wir fügen nur noch mal schönere Sachen dazu, beziehungsweise noch mal identische Sachen, die man halt einfach mal sehen muss für mich. Wie gesagt, das ist alles meine Meinung, alles das, was ich kaufen würde, wenn ich das Budget hätte. Und wir haben die Alpha nicht drin gehabt, die nehmen wir auf jeden Fall mit drin und die Ion oder wie sie auch immer heißen mag. So, dann haben wir schon mal diese Alba-Batterien, die halt für mich jetzt gerade interessant sind und für das Budget würde ich es auf jeden Fall nehmen. Das ist schon mal das Erste. Bei Vulkane auf jeden Fall ein Must-Have für das Budget ist der Dämonenfeuervulkan, weil das Cracking ist wirklich einfach zu krank. Zu krank, muss ich sagen. Ich habe den Vulkan ja gesponsert gekriegt bei der letzten Bestellung letztes Jahr und der ist einfach zu krank. Also F3-Feeling auf jeden Fall. Ich benutze sonst im F3-Bereich immer die Blackbox-Vulkane, aber ich würde sagen, der Vulkan kommt echt gut ran. Zwar nicht in der Laufzeit jetzt an sich, da ist der F3 natürlich ein bisschen besser, aber für den Preis ist fast die Hälfte, was ich bezahle für den F3, also von daher, echt top. So, Vulkane, wollen wir nochmal schauen, ob wir noch was finden, oder? Ich denke mal, Vulkan muss noch sein. Wir hatten ja den Yor Color Vulkan und da würde ich sagen, für die Preisliste nehmen wir mal noch den Silber und den Gold noch mit. Dann hat man ein bisschen Varianten zum Spielen. Ich meine, ich zünde doch einfach gerne mal was an und setze mich dann auf die Bank oder halt irgendwo hin, wo es gerade passt und schaue mir einfach den Effekt an. Dann schauen wir gleich mal noch nach Knollerchens. Ja, dürfen ja nicht fehlen. Ist nicht so mein persönliches Highlight, die Knollerchen, aber es gibt schon ein paar gute. Also die P1 würde ich jetzt zum Beispiel mitnehmen, sind aber nicht lieferbar leider. Zack, zack, zack. Wir haben Funke. Na, das ist natürlich preislich gesehen zu teuer. Außerdem nicht lieferbar. Schade, schade, schade. Schade. So, die Honey haben wir schon. Da würde ich einfach nochmal ein Paket mit reinnehmen. Weil die anderen Funke D und sowas nicht lieferbar sind. Die Retro Collection auf jeden Fall. Also ich habe sie mal gegen Funke antreten lassen, echt funkewürdig, ganz ehrlich. Also minimal Unterschiede, klar, Funke war P1, das war jetzt F2, aber dennoch sehr schöne Böller. Kubis können wir auch mitnehmen, sind nicht verfügbar, haben wir noch andere kleine Pakete Kubis, müssen wir gucken, Halbkopfknollerchens. Hier haben wir das 10er Pack C, also die kenne ich jetzt persönlich nicht. Schau mal kurz, was das Budget sagt. Lieber nicht. Lieber nicht. Wir haben ja schon gut aufgestockt, würde ich mal sagen. Wir haben ja nochmal die Honeybatcher reingenommen. Wir haben noch ein paar Vulkane reingenommen. Die Crackling Birds. Ja, der Mondfeuer. Dann würde ich aber sagen, für das Budget würde ich einfach den Silbervulkan weglassen. Silber ist eh nicht so besonders. Gold ist schon ein bisschen besser. Und wir gehen einfach in, auf jeden Fall noch Raketen muss jetzt dabei sein. Wir listen Preis nach oben, von unten nach unten. Ne. Zack, zack. Five Raketen ist jetzt nicht so mein Cup of Tea, aber einige mögen sie. Wir haben hier von Funke wieder mit Knall, Silbercracker, 3 Stufen Silbercracken. Die dummen Starduster, die müssten von Bröckhoff sind. Als Angebot, die hatte ich glaube schon mal, ja, das waren Pfeifen mit Knall, die fand ich eigentlich auch nicht mal so schlecht und für 5 Euro geht das, aber wir wollen ja ein bisschen was mit Effekt haben. Die Jorge Diabolo Raketen, Demon Raketen sind jetzt nicht mehr so mein Favorit, damals waren sie es. Glitter und Glamour ist okay, hat sehr lauten Zerleger auf jeden Fall, aber halt wenig Sterne. Da würde ich dann doch einfach zu die Röder Royal Raketen greifen. Alleine wegen halt Effekt und halt Ausbreitung, Knall habt ihr nicht gesehen. So, dann haben wir noch knapp 20 Euro übrig. Und da würde ich halt auf jeden Fall noch nochmal eine Batterie dazu holen.
wir schauen bloß mal kurz durch, welche genau. Blinkermeer, nein, 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 nein. Also hier, die finde ich ja auch richtig geil. Die Chaos-Kometen ist ja mein persönlicher Favorit. Double Deck ist auch schön. Wir wollen mal gucken, ob man vielleicht. Also wäre es mein Budget, ich würde bei 120 Euro ehrlich gesagt keine größere Batterie mehr mit reinnehmen. Ich würde halt lieber noch ein paar kleine mit reinnehmen und dann halt habe ich ja in dem Sinne auch mehr Spaß an der Sache. Von daher machen wir jetzt das wie vorhin. Wir schauen mal nach Preis. Preislich, preislich. Wir gehen aber gleich trotzdem mal ein paar Seiten weiter. So, schauen wir uns hier nochmal um, was wir finden. Kometenschauer ist jetzt nicht so. Das würde ich halt eher in Feuerwerken generell benutzen. Mephisto, Zirconia, Blinksterne, Weifunke, Krokatkrone, weiße Blinksterne, Titan, Rotblüte, Spitzen, blaue Sterne, Pionier. Na, ist nicht so. Weißen Blinksterne schauen wir uns mal ganz kurz an. Kaliber 25 mm ist halt so, also für mich ist das so Blackbox-Vibes, ne? Also Blackbox war ja auch schon schön. Blauer Aufstieg, Gold, Blinksterne, Gold, ja, nehmen wir einfach. Die kostet jetzt noch 8 Euro. Dann haben wir jetzt eigentlich noch, was haben wir noch? Neue. Nicht mehr viel, ich sag mal 13 Euro, also nehmen wir noch eine 10 Euro Batterie. Direkt Admiral, die habe ich glaube noch hier. Schauen wir mal kurz rein, was das war. Ich glaube, das war ein Blinker, oder? Ja. Nee, die nehmen wir nicht. Wir. Lord of Willows. Ist nicht so, die Fire ist jetzt ausverkauft, leider. Sonst hätte ich die vielleicht noch irgendwie. Spinning Blue, billig und willig. Goldenes Cracking, Popping Flowers, weiße Blinksterne. Wir brauchen ja auch ein bisschen was Neues. Ach, ich sehe schon, wartet. Ne, wir nehmen die Goldmarie. Goldmarie von mir jetzt gerade momentan ein Tipp. Wenn es so ist, wie sie jetzt im Video kommt. Blauer Aufstieg, rote Sterne, Titangold, wenn es Titangold ist, nicht dass ich mich jetzt irre, ich sag mal Brokat, schön Blinker, Weitsicht, also die Nummer, ach die sind lieferbar, auch warum denn nicht? Ach Mensch, Röder, 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 bestell doch mal mehr Batterien, de. Kann doch nicht sein, de. Gar, ja, auch nicht verfügbar, Mensch, ja, das ist ja traurig. Das sind bestimmt alles die Artikel, die halt noch nicht sicher sind, dass die halt Silvester da sind. Dann sagt man lieber, es ist nicht verfügbar und verkauft sie dann halt, wenn sie da sind. Dann nochmal einfach die billig-billig. Billig und billig, Nummer 2. Dann so haben wir noch 2 Euro, was weiß ich. Das würde ich jetzt aber nicht weiter vertiefen wollen. Haben halt schöne, schöne Artikel jetzt dabei für 120 Euro. Wenn das zu viel Kleinkram ist, ich meine, für mich ist das perfekt. Also ich zünd lieber eine schöne Batterie und genieße die, als wie irgendwas anderes. Und hier sind schöne Effekte dabei. Der Vulkan ist einfach mega, den würde ich dann halt auch für 0 Uhr lassen. Die I Like It würde ich für 0 Uhr lassen. Die Royal-Raketen sind nicht so 0 Uhr, die würde ich halt vorher zünden, weil man sie halt einfach genießen will, wenn man 0 Uhr die Raketen zündet. Man hat halt viel drumherum. Ich weiß nicht, wenn ihr in der Stadt seid, dann gehen die sozusagen unter, dann kann man das nicht mehr so schön erleben. Aber ansonsten ist das jetzt eine schöne Mischung. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Einschalten und schaut ruhig mal vorbei bei dem nächsten. Das nächste ist 250 Euro, da wird hier einiges geändert werden. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kriegt mal so einen Einblick, was ich bestellen würde. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bevor ich es noch vergesse, Freunde, kleine Info für euch. Ich habe natürlich mit Röder zusammen einen Link.
sprich ein Partnerlink, der ist unten in der Beschreibung drin. Wenn ihr Feuerwerk kaufen möchtet bei Röhler, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Link benutzt. Für euch kommen da keine Kosten dazu, das ist einfach nur eine kleine Provision, die ich erhalte für sozusagen geworbene Neukunden. Also wenn ihr Neukunde seid und habt bestellt, kriege ich einen kleinen Prozentsatz von eurer Bestellung sozusagen. Aber wie gesagt, die Preise bleiben alle gleich für euch, ihr habt keine zusätzlichen Kosten und ihr unterstützt mich damit ein bisschen. Von daher danke euch und habt noch einen schönen Tag. Macht's gut!